Hallo, hier ist Jan und willkommen zurück zu Let's Play Luffy and the Fortress of Doom. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben vor wahrscheinlich dem Schüler von Ateya. Aber bevor wir mit ihm reden, wechseln wir das Equip vom Helden, beziehungsweise nehmen wir Luffias Sonic Ring und geben ihm diesen, weil dieser einen etwas höheren Agilitätswert hat, auch wenn ich dafür auf Angriffskraft verzichten musste. Übrigens habe ich dem Helden seine Magie mit einem High Magic voll gemacht, das nur so nebenbei. Es tut mir leid, aber wir haben einen Brief für dich. Okay, Mr. Burns, wie lautet Ihr Vorname? Da habe ich keine Ahnung. Ja, genau deswegen sind wir hier. Kennst du ihn? Warum? Aber wieso? Es geht darum, die Welt zu retten, du Arsch. Oh, genau deswegen. Wir müssen einen Einzelkampf gegen den netten Gesellen machen, ganz alleine mit dem Helden. Puh, werden wir das hinkriegen? Schauen wir mal. Es ist Boss-Time gegen den Apprentice von Ateya. Und zu allerallererst verwenden wir den Sleep Arrow, den wir haben. Wo ist er? Wo ist er? Sleep Arrow, dort. Denn ein Sleep Arrow hat die Chance, einen Gegner in Schlaf zu versetzen. Und das wäre für diesen Kampf extrem wichtig, wenn er das hinkriegt. Komm schon! Nein, es hat nicht geklappt. Nein, 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 nein. Scheiß drauf, egal. Dann geht's weiter mit den Power Gourds, denn diese erhöhen unsere Angriffskraft. Hier seht ihr schon plus 24. Ziemlich ordentlich für den Moment, auch wenn wir, wie am Ende oder am Anfang des Spiels gesehen habt, der Zauber richtig gut wirken könnte. Aber gut, als nächstes Drain und wir seine Abwehr etwas lockern können und nun angreifen. Falls unsere Lebenspunkte zu doll sinken, sollten wir anfangen, uns zu heilen. Er hat ungefähr 300 oder 301 Lebenspunkte, also zu viel ist es jetzt nicht. Aber definitiv aufpassen, weil dieser Kampf ist kein Zuckerschlecken. Erst recht, weil wir eben ganz alleine kämpfen müssen. Der Grund, warum ich den Helden aber mit dem Sonic Ring ausgerüstet ist, habe, liegt daran, dass er dann hoffentlich öfter als erstes zuschlägt als zweites und das ist mir doch relativ wichtig. Komm schon, heilen. Gut, 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 gut. Das ist leider die Kacke gerade. Ich komme gerade nicht wirklich über heilen, schlagen hinaus. Ding ist, ich werde erstmal physisch weitermachen, bis ich merke, dass die Buffs, ja, ihr seht schon, die Buffs scheinen sich so langsam zu lockern. Das ist dann natürlich auch eine Kacke und eher, gut, nur um einen Punkt, ist nicht so schlimm. Ich schätze, für die Gegner werden die Buffs auch nur zeitlich bedingt sein. Und sobald ich meine, ich habe keine Chance mehr, werde ich wahrscheinlich ein paar mit heilen. Alter, heil mich, danke. Mensch, der hat mich zweimal heilen lassen, was ist mit dem jetzt los? Aber auf jeden Fall, im schlimmsten Fall werde ich ein paar Mid-Arrows rausfeuern. Diese sollten mir dann helfen, den Kampf zu gewinnen. Aber ja, die Bosse am Anfang des Spiels sind nicht unbedingt easy. Okay, und jetzt sind meine Buffs definitiv weg. Ah, das ist kacke. Ich glaube, ich werde wirklich ein paar Mid-Arrows rausfeuern. Wo sind sie? Da. Einfach, weil sie mehr Damage machen. Zumindest ein ordentliches Maß mehr Damage. Ah, selbst jetzt muss ich mich heilen. Das Ding ist nämlich, er könnte teilweise wieder zu viel abziehen. So, noch ein Mid-Arrow. Komm schon, töte den Apprentice. Töte! Du heilst dich! Seit wann dürfen Gegner Items benutzen? Sind wir bei Pokémon? Gib's ihm. Na also. Ha. Eigentlich nicht ganz so schwer. Hätte schwerer sein können. Ja gut, das merkst du aber erst, nachdem die Energie dich in Stück gerissen hat. Hm? Erzählst du es uns? Ateya ist in Elfreia. Ja, Elfreia. Genau, ein Dorf der Elfen, wo wir scheinbar nicht eintreten dürfen. Außer wir haben einen elfischen Helfer bei uns. Gut, merkt euch das auf jeden Fall mal für später. Hm. Das klingt ja gar nicht so kompliziert. Ah, okay. Vielen Dank für die Hilfe auf jeden Fall. Eine Speed Potion. Aufheben für später. So, ich wechsle das Equip mal zurück und wir könnten jetzt tatsächlich in Richtung Elfreia gehen. Oder erledigen wir mehr Sidequests. Ja? Das habe ich mir auch gedacht. Ich würde mal sagen, wir treffen uns in Grenoble. Und da wären wir in Grenoble. Hat ja gar nicht so lange gedauert. Ich konnte übrigens keinen Escape verwenden. Ich habe es versucht. Zuerst habe ich überlegt, offscreen so weit rauszulaufen, wie ich es schaffe, wegen der Erfahrung. Aber Luffy hatte keine Magie mehr und da wäre mir das zu stressig. Ich musste eine Treppe runtergehen, um dann einfach runterzuspringen. Und übrigens ist das dasselbe Geräusch wie in Dragon Quest. Also wie viel mehr kann man das Spiel abziehen, ne? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind bereits Level 10. Es reicht, wenn einer von uns Level 10 ist. Und das wäre in diesem Fall der Held. Und ja, wir zahlen gerne nochmal. Das heißt gerne, wir müssen nochmal zahlen. Und
kümmern uns dann eben um die nächste Ebene. Es gibt noch mehr Schätze, die wir da sammeln können und ich denke mir, so eine kleine Nebensachen sind definitiv ganz wichtig, denn dadurch ist unser Level höher und für dieses Spiel definitiv von Vorteil. Und wir können diesmal ein Silver Wick holen, was 1000 Goldstücke wert ist. Das klingt doch ziemlich gut. Alles klar, du willst nichts mehr von uns, ne? Ja. Aber gut, ich denke mal, ich werde euch dann in der Höhle treffen. Ich sag mal, bis gleich. So, da wären wir wieder bei der Old Cave. Zum zweiten Mal. Wieso nicht? Ich mag die Old Cave. Übrigens, ich mag auch die Dungeon-Mucke, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich meine, ich finde zwar die von Anfang des Spiels, sie klang deutlich besser, aber was dagegen habe ich nicht. Und ja, übrigens, wir müssen dann so durch jeden Floor durchfahren. Das dauert dann ein bisschen, aber ich meine, ist ja auch kein Hals- oder Beinbruch, ne? Jedenfalls gibt es hier stärkere Gegner. Nehmen wir aber definitiv alle Truhen wieder mit und hier gibt es eine Menge Truhen. Ah, empty, von mir aus. Und ein Sour Cider, warum auch nicht. Ah, neue Gegner, okay. Diese Rosen sind anfällig auf Feuer. Ich habe aber leider noch keine Feuermagie. Deshalb bleiben wir bei Flash. Sollte eigentlich genauso gut funktionieren, schätze ich mal. Sauber. Und den letzten bitte noch. Danke. Scheint, ihr habt gar nicht so viel Leben, ne? So, hier vorne benutzen wir definitiv mal wieder den Float Spell. Oder habe ich noch ein Float Item? Schauen wir mal, habe ich? Nein, nein. Ich könnte übrigens auch mal wieder mein überbliebenes Equip verkaufen, aber habe ich vergessen. Im Moment habe ich aber auch genug Geld, um nicht wirklich vor, irgendwas zu kaufen. Von daher war das nicht so wichtig, aber denken wir auf jeden Fall dran. Also wenn wir Geld brauchen, dann gut. Auf jeden Fall, diese Viecher sind resistent auf Wasser und können selber den Dew Spell. Ziemlich vorsichtig bei denen sein. Ihr seht schon, selbst ein Flash Spell kann sie nicht one-hitten. Ich glaube, ihre Schwäche ist auch Feuer. Müsste ich mal nachschauen. Ah, und ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es, wenn Gegner Multitargeting-Zauber machen. Einfach weil es so lange dauert, weil wir immer vier Leute sind. Ah, ihr seht schon, die hauen ordentlich hin. Sehr ordentlich. Aber, ah, selbst Akuro kann sie nicht one-hitten. Mensch. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen früher unten, weil ich meine, ich bin ja gerade erst Level 10 geworden. Aber ich wollte definitiv hiervon profitieren, weil wenn ich hier später hingekommen wäre, sage ich mal, ich weiß nicht, so Nebenzeug hole ich eigentlich in der Regel immer so schnell, wie es geht. Also Sidequests und so weiter erledige ich eigentlich immer so früh, wie es vom Spiel möglich ist. Und früher ging es eigentlich nicht. Wobei, wäre mein Level hoch genug gewesen, hätte ich auch vor dem Tower hierher kommen können. Aber dann wäre der Kampf im Tower wieder ein Witz gewesen. Ja, und der Held geht mir fast drauf. So, komm schon. Danke. Ah, ich werde mich mal kurz vorleihen. Ich sag mal bis gleich. Tja, und damit schwinden auch die Magiepunkte des Helden. Ha, ein Escape, cool. Aber ich will ungern hier zweimal rein. Ich hoffe mal, das kriege ich alles in einem Run fertig. Ich weiß nicht, im schlimmsten Fall nehme ich einfach ein High Magic oder so. Das sollte ja eigentlich auch ganz gut funktionieren, schätze ich mal. Ah, und Aguro hat ein Level Up. Warum denn nicht? So, hier vorne haben wir noch eine schicke Truhe. Ein Smoke Ball. Wahnsinn. Wechseln wir mal rüber zu Float und schauen wir mal. Ah, und zum ersten Mal ist es echt passiert. Lufia wurde im Kampf besiegt. Ah, diese Scheißfrösche, ey. Diese Scheißfrösche. Aber gut, Revive drauf. Zack, lebt sie wieder mit minimalen Lebenspunkten. Ah, und meine Magie geht hier verdammt nochmal aus. Nehmen wir mal lieber ein bisschen was an Potions. Ich denke mal, ich komme gleich nicht mehr um eine High Magic. Nein. Bevor wir weitergehen, bitte erstmal alles voll machen. Ja, das ist halt so das Problem gerade. Ich bin wirklich auf einem zu tiefen Level. Ah, hier ist eine Truhe. Ich wusste es doch. Ein Miracle. Sauber. Und die Truhe nehmen wir auch noch mit, die empty ist. Aber wie gesagt, gehört leider zu den 100% dazu. Ein anderer neuer Gegner noch. Der, glaube ich, wieder anfällig auf Feuer ist. Spielt aber keine Rolle. Was? 39 und du lebst noch? Wie viel Leben hast du denn? Ah, scheiße. Ich hasse es, wenn sie Spark machen. Spark zieht so viel. Aber es ist ziemlich gut, dass der Held diese Viecher wenigstens ebenfalls one-hitten kann. Das macht mir die Sache immens leichter. Dass da Aguro nicht der Einzige ist. Und gegen Magie sind sie logischerweise ziemlich resistent. Ich meine, es sind ja eh Magier, mehr oder weniger. Aber gut. Und nach jedem Kampf heilen zu müssen, ist schlimm. Ist wirklich schlimm. Aber gut, ich suche die Herausforderung, ja? Und ja, ich werfe dem Held lieber ein High Magic rein. Sicher nicht, dass ich... Ich brauche die Magie zum Heilen. Bei Lufia würde ich es auch machen, einfach weil sie den meisten Schaden mit Magie verteilt. Oder so gesehen die einzige Person ist, die mit Magie Schaden verteilt. Ich weiß gar nicht, ob hier in dem Matsch noch was ist. Ein Float-Item. Kann ich ja gleich mal testen. Ja, leider sieht man unsichtbare Truhen logischerweise nicht, aber ich weiß gar nicht, ob hier was ist. Schauen wir mal. Ich glaube eigentlich nicht, dass hier was war. Sieht zumindest nicht danach aus. Nö, ich dachte es mir. So, die Truhe nehmen wir auch noch mit. Mit einer High Magic. Sehr schön, habe ich die direkt wieder. Ja, ich lebe irgendwie.
Ich wurde eben nochmal von 4 Rittern überrascht. Meine Fresse. Und die waren alle zuerst dran. Luffy war runter auf 2 Lebenspunkte. Ich dachte, sie geht mir nochmal drauf. Aber nein, diesmal zum Glück nicht. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Also es wird definitiv nicht leichter. Brown Brass. Gut, merken wir uns das mal für gleich. Sehr schön. Und High Arrows bekommen, denn diese droppen diese komischen Blumengegner nur so nebenbei. Also das lohnt sich definitiv. Ah, gut, ich bin nochmal kurz über die Items gegangen, die ich eben mitgenommen habe. Und das war auch gar nicht so fail, denn wir haben hier zwar ein Broadsword gefunden, allerdings... Moment mal, ich will nochmal schauen. Da, ihr seht schon, das gibt uns massiven Angriff, aber das Ding ist verflucht. Wer Dragon Quest gespielt hat, der wird das wahrscheinlich kennen. Das ist ein Equip, welches, ja, euch nicht mehr wirklich im Kampf handeln lässt und ihr müsst das dann beim Priester bereinigen lassen. Von daher empfehle ich dringend, das Teil nicht zu verwenden, sondern einfach zu verkaufen. Schöne Angriffskraft hin oder her. Dem Helden mehr Verteidigung geben lohnt sich definitiv. Ansonsten für Luffy habe ich noch die Brown Breast. Brown Breast, Entschuldigung. Brown. Und für den guten Aguro habe ich hier leider nichts Besonderes gefunden, aber einen Raum gibt es ja noch. Das wäre dieser hier, das müsste der letzte sein. Wo Empty Spike Shoes, die heben wir zumindest mal für... Wobei, nein, gar nicht, die kann ich doch Aguro geben. Ich dachte eben, es wäre Female Only Equip, aber nein, Aguro, das ist doch für dich, ne? Sehr schön. Es erhöht auch noch seinen Angriff und schwächt nicht seine Verteidigung. Das mag ich. So, aber er hat schon 100 Angriffswert. Das ist gar nicht so wenig, würde ich mal meinen. Ah, die wollen einfach nie aufgeben. Jedenfalls hier den Water Ring. Dieser ist ziemlich cool, denn ein Water Ring... Moment, ich kann es ja mal demonstrieren. Erhöht zwar jetzt nicht unbedingt irgendwelche Werte, die mich wirklich brennend interessieren, aber er boostet die Wassermagie. Und es gibt definitiv hier oder da mal ein paar Momente, wo ich den ausrüsten möchte. Ich denke mal, für den Moment kann ich den eigentlich auch nehmen, statt den Sonic Ring. Geben wir den erstmal, weil ich meine, das bisschen an Geschwindigkeit, was sie dadurch einboost. Ich meine, eigentlich ist es mir schon wichtig, aber dadurch ist der Dew Spell um einiges wichtiger geworden. Und Moment, warum bist du wieder an zweiter Stelle? Geh nach hinten, Luffy. Mensch, ich krieg eine... Deswegen ist sie gestorben. Ah, ach so, jetzt fällt es mir wieder ein, weil ich natürlich, weil ich nach dem Einzelkampf wieder in die Gruppe bin und deswegen stand Luffy an anderer Position. Ah, das ist schon kacke. Das heißt, ich kann euch leider keinen perfekten Durchlauf mehr zeigen. Und ich nehme Escape raus hier. Aber gut, hätte ich das auch geklärt. Ja, das hasse ich, weil immer wieder die Gruppe sich verändern muss, ne? Und dadurch immer wieder irgendwelcher Mist passiert. Ja, erstmal hier schlafen gehen, bevor wir weitergehen. Ah. Ich überlege nur gerade, muss ich noch irgendwas kaufen? Nein, nein, nein. Aber wir gehen definitiv erstmal hier hin, bevor wir irgendwo anders hingehen und verkaufen die Silver Wick oder Silver Wicket oder was auch immer das für ein Item war, um... Ja, zum einen mehr Inventory-Platz zu haben und zum anderen, damit wir uns die 1000 Goldstücke abgreifen können. Ich denke mal, das lohnt sich definitiv und daher machen wir das. Komm her. Ja, da war ich schon, da war ich schon. Wir waren schon auf dem... Nein, da waren wir schon. Yep, bitteschön. Danke. 1000 Gold, jetzt haben wir 8100. Ich denke mal, ich werde dann jetzt mein restliches Equip oder einen Teil davon offscreen verkaufen. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter in Let's Play Luffy and the Fortress of Doom. Aber werden wir in der Lage sein, Elfreya zu finden? Oder müssen wir wirklich erst durch 3 andere Städte gehen, ha? Findet's raus beim nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.